Hallöchen Freunde und herzlich willkommen hier zurück zur weißen Edition. Wir wollen heute so ein bisschen hier in den Sporthallen trainieren. Die zweite Hälfte des letzten Innings, alle Bases sind besetzt, zwei Outs, dir ist hoffentlich klar, was jetzt kommt. Klar weiß ich, was jetzt kommt. Doppelkampf. Easy. So, dann zeigt doch mal, was ihr habt. Les und Saul, Vegeta und Cesurio. Das ist eine nicht schlechte Kombo. Das muss man einfach mal sagen. Wir machen Weckruf auf Cesurio und wir machen Akrobatik auf Vegeta. Geht erstmal mit Kratzfurie los. Finde ich nicht gut. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit Weckruf. Ja, und Akrobatik kommt supi. Dann ist das Vegeta schon mal hinüber, bevor das Cesurio irgendwas machen kann. Spitze. Und Capuchilla hat endlich mal ein Level up. Ist das traumhaft. Eisenschädel. Was? Auf dich? Und das war's schon wieder mit Capuchilla. Es ist so traurig. Es ist einfach so traurig, das arme Capuchilla. Mann, ey, was soll ich denn nur tun? Wie soll ich denn das Capuchilla trainieren? Und vor allem, selbst wenn ich es dann irgendwie trainiert kriege, selbst wenn ich dann EP-Teiler benutze, dann kommt es halt trotzdem nicht dazu, eingesetzt zu werden. Also kann ich es theoretisch auch aus dem Team schmeißen. So ganz doof gesagt. Ey, Strike, das war's. Spiel ist aus. Wo sind nur meine Pokébälle hin? Weg. Pokébälle gibt's nicht mehr. So. Beleber, ich muss das Capuchilla trainieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Capuchilla muss ein bisschen wenigstens am Leben bleiben. So, Kumu-Milch. Ich brauche damit auch nicht zu geizen. Wir brauchen das Geld eh für großartig nichts anderes. Und wir werden sowieso in nicht allzu ferner Zukunft noch mal zu ziemlich viel Geld kommen. Mensch, nerv nicht. Ist doch wohl meine Sache, wen ich anfeuer, oder? Ja, ich habe dir nichts gesagt. So, Shana und Raya. Raya. Das ist ja schon wieder so eine Kombo, ey. Kirschenschelle auf Grill und Akrobatik auf Soda. Soda ist der Erste. Ne, der Erste. Sieht nicht so wirklich männlich aus, wenn ich das... Aber Funkenflug auch auf... Wie? Einfach wie? Und alle stärker als wir. Es ist echt zum Mäusemelk. Warum rufe ich eigentlich Hagendasch? Das ist eh gleich durch Funkenflug tot. Was mache ich denn hier eigentlich? Das ist so dämlich, dass ich das tue. Ich rufe lieber Gisela. Akrobatik auf Soda Cheetah, aber es ist eh jeder vor uns dran. Boah, ich bin heute nur am Moppern. Es tut mir so leid. Es tut mir richtig leid. Aber ich bin so unzufrieden. Und ich will nicht die ganze Zeit moppern, aber ich bin so unzufrieden mit der Gesamtsituation unseres Teams gerade. Es hat so gut funktioniert und jetzt das. So, machen wir das Grill-Cheater eben noch schnell weg. Paralyse. Doch nicht. Hätte ich mit gerechnet. So, gut. Ist das wenigstens schon mal weg. Die Doppelkämpfe haben wir damit auch geschafft. Vielleicht funktioniert es ja ein bisschen besser, wenn... Mensch, jetzt habe ich wegen dir verloren. Schenk dich doch mal ein bisschen mehr an, du ziehst mich ja voll runter. Tja, Lizzie gegen die Akro-Cheerleader. Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Dass das auch ein Battle im realen Leben wäre. So, weiter Kumu-Milch. Capuchilla kann eigentlich echt ein Dauerabo für Kumu-Milch langsam mal ins Leben rufen. Okay. Ob man automatisch ein starker Pokémon-Trainer ist, wenn man sportlich ist? Ich glaube eher nicht, nein. Schadet sicherlich nicht, sportlich zu sein. Aber ich glaube automatisch, wie? Weil man den Ball stark schmeißen kann. Aber da muss man dafür sorgen, dass der andere Gegner das Pokémon immer zuerst rausholt und dann kann man den Ball so dermaßen an die Platte des Gegners donnern, dass es sehr weh tut. Nur dreimal getroffen. Jetzt treffe ich gar nicht mehr.
Mach es bitte wenigstens weg, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, Cappuccilla will gar nicht gewinnen. Guckt euch das an. Jetzt kommt Finalschlag und Cappuccilla ist weg. Und keiner kriegt die Erfahrungspunkte. Ich bin so angestoßen. Slimeock. Hätte ich eher ein anderes Pokémon benutzen sollen, aber ich wusste es eben nicht. Säurepanzer. Ach, mach die normale Verteidigung, ne? Du machst die normale... Ja, du machst die normale Verteidigung. Supi, dann habe ich da absolut nichts gegen. Ich mach jetzt noch zwei Eisstrahl und dann... nein, ich mach noch einen Blizzard. Das hilft auf jeden Fall. Eisstrahl könnte eventuell gerade so wieder nicht klappen. Das war wirklich lehrreich. Ja, für meinen Cappuccilla auch. Du bist wirklich ein interessanter Zeitgenosse, das ist für dich. Danke für den Äther. Beides, Sport und Pokémon, sind für mich Wissenschaften. Ja, gewissermaßen ist das korrekt. Aus beiden kann man eine richtige Wissenschaft machen. So, Cappuccilla, was ist denn nun mit dir? So. Okay, weiter geht's. Mein Papa ist Sportler und spielt hier. Glückwunsch. Mal gucken, ob ich wenigstens ein Kindergartenkind besiegen kann. Mit Cappuccilla. Clarissa. Mit Cussilla. Picuccilla, Clarissa mit Cussilla. Also irgendwie phonetisch passt das ziemlich gut zusammen. So, ein paar Mal ins Gesicht geklatscht. Ende. Guck mal, wenigstens das Kindergartenkind kriegen wir hin. Heul nicht. Meine Pokémon und ich, wir werfen und fangen wie die Weltmeister. Werfende Pokémon? Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Tragosso? Ah ja, gut. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. 67? Das ist, glaube ich, das stärkste Pokémon, was wir bisher je gesehen haben. Man, das rennt einfach hier in der Sporthalle rum? Ja, und hat natürlich eine irrwitzig hohe Verteidigung. Risiko-Tackle. Ah, viermal könnte reichen. Cappuccilla, für den Fall, dass du nicht zählen kannst, die vier, die übrigens nicht gereicht hätte, ein Lebenspunkt, ey. Die vier, die übrigens nicht gereicht hätte, wäre noch zwei Zahlen weiter gewesen. So, tschüss, Tragosso. Cessurio. Ich bleib bei Cappuccilla. Ja, es ist total dumm, dass ich bei Cappuccilla bleibe, ich weiß, aber Cappuccilla ist wenigstens schneller als Cessurio, dann ziehe ich ihn hier mit die Hälfte ab. Dann ist das Cappuccilla besiegt und dann... Und dann kann Peter den Rest machen. Und ich habe ja auch noch ein bisschen gehofft, dass Cappuccilla eventuell einfach den Volltreffer raushaut durch die Scoblins. Aber es steckt den Volltreffer lieber ein. Wir schaffen es... Also ich bin überrascht, dass Cappuccilla es überhaupt geschafft hat, einen Kampf gerade mal zu überleben gegen das Cussilla, ja? Aber wir schaffen es einfach nicht, zwei Kämpfe am Stück. Zwei Pokémon am Stück geht nicht. Geht nicht. Was? Wie kann das sein, dass jemand meine... keine Ahnung. Irgendwas mit P und Bälle fangen kann. Kann ich dir auch nicht sagen. Trainieren, trainieren, trainieren. Da ich sonst nichts anderes mache, bin ich auch so ein guter Sportler. Dann bringen wir mal den Ball ins Spiel. Ja, bring mal den Ball ins Spiel. Bring it on. Ryan, mit deinem Fuzzersnob. Das kriegt gleich ein paar Steinchen auf den Kopf. Da brauchen wir den Ball gar nicht. So, gucke. Da ist es. Da sind die Steine für dich. Habe ich hier extra aus dem Steinbruch mitgebracht. Habe ich in der Höhle der Schulung habe ich die mitgenommen. Dachte, könntest du eventuell haben wollen, gebrauchen können. Warum nicht, ne? So, 55 für The Pete.
Und ein Rabigator geht in die nächste Runde. Dann gehen wir mal mit Eisli in die nächste Runde. So. Ja, Bedroher. Damit habe ich gerechnet. Ja, ich weiß nicht. Ich habe euch ja irgendwann schon mal erzählt, von wegen, dass sich die Sporthallen hier super gut eignen, um... Was? Was? Wie jetzt? Dass sich die Sporthallen hier super gut eignen, um... Gott sei Dank. Mit Notdünger hat es funktioniert. Um seine Pokémon zu trainieren. Und weil man hier halt mehrmals am Tag rein kann. Wie ihr sehen könnt, sind die Pokémon hier ziemlich stark. Das Spiel ist aus. Also, das ist schon gar nicht mal so schlecht hier. Ich hab's unheimlich drauf und werde das heute gerne unter Beweis stellen. Ja, dann stell mal unter Beweis. Mal gucken, was du so hast. Ah, die drei Affen. Gut, die drei Affen. Ich bin gewappnet. Eigentlich bin ich gar nicht so gewappnet, weil Peter gleich hinüber sein wird. Ich switch einfach mal direkt auf Eisli. Das Siedewasser braucht Peter nicht abzubekommen. Ich kenne doch so die Cheaters. Ich kenne sie doch einfach. So, dann haben wir nämlich für Vegi-Cheater wenigstens den Peter noch frei. Damit das ohne Probleme funktioniert. Wobei das eigentlich auch nicht so unbedingt wichtig ist. Wegen Hagen habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. So, Laubklinge. Weg mit dir. Grill-Cheater kommt als nächstes. Da kommt selbstverständlich die gute Madame Gisela raus. Madame Gisela klingt irgendwie wie so eine, wie eine Wahrsagerin. Passt ja irgendwie auch zum Geisttyp. Muss man ja, kann man ja irgendwie so rein interpretieren. Da ist die Paralyse, mit der ich vorhin schon gerechnet habe. Reicht nicht, ne? Doch, es reicht. Schön. 55 für Gisela. Und The Vegi Cheat. Das Vegi Cheater. Hagen! Please, du bist dran. Einmal ein bisschen Blizzard durch den Affen durchjagen. Und dann passt das auch schon. Da kommt er. So, supi. Dankeschön. Dann fehlt jetzt nur noch eine Dame. Das war nichts. Ist mir aufgefallen. Hast du das Spiel heute gesehen? Dieses unglaubliche Ballgefühl bei Spielern und Pokémon. Ich bin ja so aufgedreht. Da hilft jetzt nur noch ein Kampf. Bin gespannt, was du so haben wirst. Und sie hat 5 Pokémon. Oh, 5 Pokémon, Freunde. Ihr wisst, was 5 Pokémon bedeutet. Bei 5 Pokémon habe ich immer gespult. Wenn es keine atemberaubenden Kämpfe waren, so wie gegen den Veteran oder Pokeliga oder sonstiges. Hast du 5 VM-Sklaven? Kann das sein? Radfrat, Spediza. Jetzt kommt nur ein Zickzacks. Ja, wunderbar. Geht richtig gut weiter. Dann kommt jetzt gleich noch ein Nagelotz. So, Visor. Ja, stimmt, Visor. Yoto habt noch gefehlt. So, damit ist Yoto abgehandelt und noch ein Nagelotz. Ja. Die ganzen Route 1 Normaltyp-Pokémon. Sehr putzig. Und haben Peter ein Level up verschafft. Eine Drachenklaue braucht man, glaube ich, nicht. Ich habe zwar verloren, bin aber immer noch ganz aufgedreht. So, das waren die Baseball-Typen. Das war das größere Stadion von beiden. Ich weiß nicht, ob im anderen Stadion eventuell gerade die Tennisspieler drin sind. Die kennen wir ja theoretisch schon. Die haben wir ja schon bekämpft, als wir frisch nach Rayono gekommen sind. Aber eben nicht nach der Pokerliga. Deswegen werden wir uns jetzt heute auch nochmal ganz kurz in die andere Sporthalle reinschlagen. Ich werde euch die anderen Gegner übrigens nicht zeigen. Zumindest glaube ich, dass ich das nicht tun werde, weil
nur weil die ein anderes Trikot anhaben, wenn hier dann beispielsweise die Footballer drin sind, sind das nicht großartig andere Kämpfe. Logisch, oder? Nee, es sind die Basketballer tatsächlich. Auf dem Platz warten erstklassige Basketballer zusammen mit ihrem Pokémon auf dich. So, genau. Und hier haben wir diese tollen Gegner. Man könnte meinen, ich spiele Basketball, weil ich so ein Riese bin, aber wer weiß, vielleicht bin ich auch nur deshalb so groß geworden, weil ich schon immer den Wunsch hatte, Basketball zu spielen, ja. Das Kräftemädchen mit dem Gegner vergeht, weil ich wie im Flug, das ist ja besonders wichtig, gut vorbereitet auf dem Platz zu erscheinen. So, und die restlichen können wir alle besiegen, ne? Aber ich war bei Schwester Joy, ne? Ja, Capuchilla ist da. Sehr schön. Ich mache erstmal sie. Sie sieht, glaube ich, am schwächsten aus. Vom Anfeuern bekommt man einen ganz schönen Durst, was? Solltest du gegen mich gewinnen, gibt's von mir ein Getränk aufs Haus. Und das ist auch noch praktisch daran, hier in der Sporthalle so ein bisschen zu trainieren. Einfach, weil man ab und zu mal ein paar Items bekommt. Man hat ja bei dem Forscher in der anderen Halle gerade den Äther bekommen. Hier kriegen wir gleich ein Getränk aufs Haus. Also es gibt Schlechteres, würde ich sagen. So, Capuchilla, kriegst du dieses Enton hin? Nicht in einer Runde. Schade. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, aber warum auch? So. Und ein Volipurba. Oh, wie putzelig. Uiu. Hallo, Volipurba. Ach du Scheiße, Volipurba. Nur dreimal Gigasauger. Ja, ich muss Pokémon wechseln. Also, ui. Du siehst am schwächsten aus. Und dann kommt dieses Volipurba hier an und macht uns einfach komplett fertig. Wegen seiner hohen Verteidigungswerte. Wusste ich gar nicht, dass Volipurba so hohe Verteidigungswerte hat. So, aber das sollte relativ entspannt sein. Es ist noch nicht mal ganz voll wieder. Aber es ist natürlich schneller, ne? Und dann kommt hier gleich der Solarstrahl an. Oder es will Synthese einsetzen. Das kann natürlich auch sein. Aber Blizzard beeinträchtigt es zum Glück nicht. Ich finde, Sonntag als Pflanzen-Pokémon ist immer so ein Spiel mit dem Feuer wortwörtlich. Weil man weiß nie, wer vielleicht eine Feuerattacke aus dem Hut zaubert. Wenn man selbst kämpft, bekommt man natürlich auch Durst. Hier, du bekommst eine kleine Erfrischung von mir, wie versprochen. Danke. Kann Capuchilla gleich haben. Wenn man sich so verausgabt hat, sollte man am besten ganz viel Wasser trinken. So, kriegt Capuchilla. Freut sie sich. Da. Gut. Veteranen eigentlich nicht, aber ja. Du hast ja richtig viele Orden, dann zeig mal, was du so drauf hast. Ich zeig dir gerne, was ich drauf habe. Ich habe nämlich richtig viel drauf. Lucille. Relikant. Okay. Du scheinst ja wirklich interessante Pokémon dabei zu haben. Oh, fangen wir mal mit Weckruf an. Wäre natürlich schöner, Eisli hier zu haben, aber... Oh Gott! Diese Verteidigungswerte immer natürlich. Aber was erwarte ich auch? Ganz ehrlich, ich meine, es ist ja immerhin schon das zweite Pokémon, gegen was Capuchilla kämpft. Nein, stimmt ja gar nicht. Volipurba war das zweite. Das heißt, es hat den Kampf gegen das zweite Pokémon sogar überstanden. Leute, ich fasse es nicht. Es ist... Ich hätte mir auch das Tafelwasser sparen können. Das ist schon wieder einfach nur ein sinnloses Item gewesen. Ich will es aber auch nicht lernen. Ich müsste Capuchilla einfach... Ich glaube, ich lasse es. Ich lasse es mit Capuchilla sein. Ich trainiere lieber die anderen. Capuchilla trainiere ich mit EP-Teiler bis ungefähr Level 60, sodass nicht mehr dieser krasse Level unter... Warum habe ich auf Hagen Dash gewechselt? Ich wollte Gisela haben. Ich bin dumm. Dass wir nicht mehr diesen krassen Levelunterschied haben. Und ich glaube, danach kann ich Capuchilla auch wieder einsetzen. Aber davor sehe ich schwarz für Capuchilla. Solange wir 10 Level Unterschied haben... Solange wir mehr als 5 Level Unterschied haben, glaube ich sogar, wird es nicht einfach. Glaziola, ja, da können wir bei Gisela bleiben. Ja, Spukball.
Damit hätte ich rechnen sollen. Ich opfere Gisela und hole gleich Pieps raus. Wobei Pieps eventuell auch ganz schön auf die Fresse kriegen könnte. Das Glaziola könnte sehr gut schneller sein. Ist es aber nicht. Gut. Wenn es das nicht ist, bin ich zufrieden. Dragoran. Ich sag doch, es kommt irgendwann eins. Eigentlich habe ich es ja in der Höhle der Schulung erwartet, aber dass eins kommt, das war uns, glaube ich, allen klar. Machen wir hier erstmal mit Steinhagel. Reicht auch sogar. Ach, mit Volltreffer. Gut. Ciao, Dragoran. 6200 Erfahrungspunkte. So besiege ich gerne noch ein paar davon. Dein Kampfstil erinnert mich an meinen eigenen, als ich noch jünger war. Jemand wie du darf schon Top-Items wie das hier einsetzen. Wäre auch böse, wenn ich es nicht dürfte, aber AP-Top, das ist geil. Egal wie alt ich werde, ich will auf immer Trainer sein. Mach ich denn jetzt am besten? Ich nehme mal Eisli nach vorne und dann werden wir erstmal die Doppelkämpfe machen. Ich kann den Ball auf meine Fingerspitze rotieren lassen, so lange wie ich will. Das kriege ich nicht hin. Aber so richtig geübt habe ich das, glaube ich, auch nie. Früher in der Schule immer mal so ein bisschen. Ich glaube, das hat jeder im Sportunterricht im Basketball gemacht, aber so richtig nie probiert und nie gekonnt. So, ja, Angriff sinkt so ein bisschen, aber darauf sind wir eh nicht so großartig angewiesen. Wir nehmen erstmal das Bisofunk zusammen aus. Lizard geht auf beide. Dann nehme ich lieber Eisstrahl. Weil obwohl es auf beide geht, halbiert sich dann ja die Kraft. Ernsthaft? Die Kraft halbiert sich halt, weil sie sich gleichmäßig aufstellt. Aber es ist eh egal, wie ich gerade sehe. Das ist ja dann entspannt. Da brauche ich mir den Kopf nicht zu zerbrechen. Die werden mich besiegen. Die werden mich besiegen. Jägersauger, Bisofrank. Akrobatik auf Frank. Kann Fuchtel eigentlich auch auf das eigene Teammitglied gehen? Nee, ne? So. Ach, das reicht Gott sei Dank. Okay. Dann ist alles safe. Bisper kann sich nicht bewegen. Also die Runde ist zumindest safe. Eis, die kriegt einen kleinen Gigasauger. Kann ich noch ein bisschen auffüllen, wenn auch nicht viel. 95. Das macht kurz nach der Hälfte. Ja. Zählt das? Es schaut aus, als würde das im Doppelkampf auch zählen. Obwohl es rein theoretisch zwei verschiedene Trainer waren. Normalerweise würde ich sagen, hätte Heimzahlung gar nicht wirken dürfen. Aber anormalerweise hat es das trotzdem. So, Peter. Ciao, bis bald. Menno, guck mal, wir haben so verloren, aber der Ball rotiert immer noch. Du hast gar keinen Ball, du hast Pompoms auf der Hand. Ja, was habe ich zu verlieren, außer meine Würde, ich kämpfe mit Sir Sakai gegen ihn. Hey, Trainer, meine Attacken haben das gewisse Etwas, gleich spürst du sie im eigenen Leib. Sorry übrigens, ich habe mich gerade so ein bisschen zurückgelehnt, falls ich gerade ein wenig leiser gewesen sein sollte als sonst. Maske Regen. Also Bedroher drauf. Na klar ist Bedroher drauf. Was will ich schon mit Angriff? Aber der Angriff kommt sofort wieder zurück. Und zwar doppelt. Wieso? Wieso? Wieso zur Hölle? Also, ja, Volltreffer, aber... Wieso ist ein Maske Regen so stark? Und ich töne noch so stolz. Oh, mein Angriff kommt doppelt so stark wieder. Mahab. Wie toll ich bin. Frank.
Das wird nichts. Wir werden besiegt werden, Freunde. Wir werden besiegt werden. Doch nicht Schwertanz. Das Problem ist, ich habe nicht die Hälfte abgezogen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich nehme Eisli. Eisli schnell ist. Fuchtler. Mach ich noch am besten. Scheiße, ich hätte den Kampf nicht anfangen dürfen. Am sinnvollsten ist es, Gisela wieder zu beleben. In der Hoffnung, dass Fuchtler jetzt noch eine Runde läuft. Und es sieht gut aus. Jetzt läuft Fuchtler noch eine Runde. Das heißt, ich habe einen Angriff auf jeden Fall frei. So, der hat keine Wirkung. Jetzt bist du verwirrt. Da hätte ich nicht meine Toppeleber verschwenden müssen. Naja, ist auch egal. Boah, heftig. Ach richtig, ich vergaß, in meinem Pokémon-Kampf mischt der Trainer ja nicht mit. Boah, Leute, die hier oben haben wir besiegt. Vier Kämpfe haben wir noch vor uns in der nächsten Folge. Meine Fresse. Meine Fresse, die Gegner werden auch nicht einfacher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.